Hey, im heutigen Video geht's ums Thema Naturnagel, Feilen und Pflegen. Das hier ist jetzt mein Naturnagel, hier ist wirklich nichts mehr drauf. Und wie das Ganze dann so ausschaut, wenn ich das feile und auch pflege, zeige ich dir jetzt. Es geht erst einmal los mit einer Portion Desinfektion. Meinen Naturnagel feile ich gerne mit so einer Sandfeile hier. Du kannst aber auch eine Glasfeile benutzen. Das sind so meine Favoriten, die ich auch sehr gerne weiterempfehle. Wenn du einen Naturnagel feilst, dann solltest du eigentlich nicht unbedingt so hin und her feilen, wie ich dir das jetzt hier zeige. Wenn, dann solltest du in eine Richtung feilen oder du feilst einfach am Anfang hin und her, aber später dann nur noch in eine Richtung. Und zwar solltest du nur in eine Richtung feilen, damit der Nagel quasi geschlossen bleibt, also die einzelnen Schichten. Sonst kann dir sowas hier passieren, wie du das hier gerade siehst, dann lösen sich so quasi die einzelnen Schichten vom Nagel. Das wollen wir ja nicht haben und daher feile ich jetzt wirklich quasi zur Innenseite, also zu mir hin. Das ist am besten für den Naturnagel. Ich habe jetzt hier auch noch ziemlich trockene Nagelhaut, allerdings steht das jetzt hier auch so ab, also das kann ich wirklich auch alles abfräsen, ist überhaupt nicht schlimm. Als erstes werde ich jetzt aber erstmal noch die Nagelhaut zurückschieben, damit ich dann überschüssige Nagelhaut mit der Fräse entfernen kann. Wenn du keine Fräse verwenden möchtest oder auch keine zu Hause hast, dann kannst du natürlich auch Nagelhautentferner aus der Drogerie verwenden, das geht genauso gut. Jetzt verwende ich noch einen Bittaufsatz, der den Feilstaub entfernt, aber außerdem kannst du sogar noch hiermit ein bisschen den Nagel aufpolieren. Das kannst du entweder mit so einem Bittbürstchen machen oder auch mit einer Feile, dass du einfach so ein bisschen den Nagel polierst, wenn man einfach wirklich keinen Lack und nichts weiter drauf haben möchte, sondern wirklich den reinen Naturnagel einfach so ein bisschen optisch verschönern möchte, ohne irgendwelche Lacke, dann einfach den Nagel etwas aufpolieren. Zur Pflege verwende ich jetzt noch ein Öl. Ich gebe hier einfach so ein paar Tropfen auf und massiere das gut in den Nagel und auch in die Nagelhaut am Rand schön ein. Das Ganze auch gut einwirken lassen. Wenn du möchtest, kannst du hier auch nochmal mit einem Tuch drüber polieren. Dann glänzt der Nagel wunderschön und alles ist auch super gepflegt.